Was geht ab, ihr Lieben? Einen wunderschönen guten Abend. Ey, ich bin gerade voll perplex, dass hier gerade alles so funktioniert, wie ich es auch wirklich eingestellt habe. Ihr müsstet mich jetzt auch hören können. Grüße, am schlimmsten ist gerade TikTok wegen Spoiler selbst dran schuld. Wer TikTok hat, der darf auch gespoilert werden. Löscht euch TikTok. Nee, ist ja auch wurscht. Wie geht's euch allen so? Seid ihr alle fit? Seid ihr alle bereit? Heute noch einmal erneut einen Trailer zu gucken, den ihr wahrscheinlich alle schon kennt. Ich kenne ihn noch nicht. Zu Godzilla Kong The New Empire. Denn Warner kam auf die geniale Idee. Wir hauen jetzt einfach nochmal, was haben wir denn heute, den 27. Dann kam der Trailer raus am 26. Ungefähr 3 Tage vorher hauen wir nochmal einen komplett neuen Trailer raus. Geniale Idee. Leute, die sich immer über mich beschwert haben, dass ich immer so viel spoilern würde, könnten jetzt einfach mal eine schöne Wutmail an Warner Brothers schreiben. Übrigens finde ich es auch sehr geil, dass Warner Brothers mich doppelt gestrikt hat mit der Aussage, ja, du erzählst ein bisschen viel, der Film, so, da soll ein bisschen noch was geheim bleiben. Ja. So viel eben dazu. Ihr könnt mich hören. Hoffe ich. Ihr merkt schon, ich habe heute ein Ansteckmikro, das hier. Denn mir wurde jetzt öfter über den Reaction-Kanal gesagt, dass das Mikrofon hier, sich, also das alte, das Ding hier, das hört sich wohl ein bisschen hallend an, also ein bisschen eher uncool und wohl gerade im Kontrast dazu, dass das Mikrofon relativ gute Leistung haben soll, wäre das irgendwie nicht ganz so gut. Habe jetzt mal nachgeschaut gehabt. Dieses Mikrofon hier soll angeblich eine Laufzeit haben von ungefähr 18 Stunden. So lange werde ich niemals in meinem Leben streamen, von daher müsste es ungefähr passen. Die Kamera ist auch eine andere jetzt. Wie ihr gerade seht, das ist nicht mehr die GoPro, die ist jetzt auch ein bisschen näher dran. Das sind so ein, zwei kleine Änderungen, die ich euch immer wieder mitteile. Ihr kennt das ja. Hab heute TikTok fast den ganzen Film gesehen. Ja, aber dann, nee, das ist, sorry, da hast du Pech gehabt. Dann geh nicht auf TikTok. Ist wirklich so. Ey, TikTok, das, nee, ich fange jetzt gar nicht erst davon an. Wer TikTok immer noch hat, das ist unglaublich. Nicht wegen China-Schrott. Hinter TikTok steckt sehr viel Bullshit, ja, sehr viel Scheiße, sehr viel Kontrolle, Überwachung und so ein Kram. Aber an sich ist TikTok ja alleine vom Prinzip her schon extrem beschissene Scheiße. Ist einfach mal so jetzt ganz salopp gesagt, TikTok ist der größte Rotz. Leute beschweren sich inzwischen darüber, wenn ein Video von mir über 5 Minuten geht. Das habe ich aber schon schneller gesehen auf TikTok. Ja, ja, na klar, 15 Sekunden. Deswegen ist TikTok wirklich extrem. Nee, macht es, löscht es so weg. Generell auch von diesem ganzen Shorts-Geswipe und Insta-Feed. Das ist alles für die Katz. Okay. Eigentlich hatte ich heute vorgehabt, dass wir über ein paar Themen sprechen. Wir werden natürlich jetzt ganz krass in den Fokus den neuen Trailer setzen, der rausgekommen ist. Der, natürlich bin auch ich da nicht ohne TikTok von bestimmten Spoilern verschont geblieben, was zumindest die Bilder angeht. Also ich weiß ungefähr, welche Bilder jetzt eben neu in diesem Trailer erscheinen werden. Wir werden da anscheinend einiges zu bequatschen haben in der ganzen Nummer. Wenn das jetzt hier nicht Überhand annimmt von der Dauer her, und ihr wisst ja, ich rede ganz gerne mal sehr viel, hätte ich danach sogar noch ein zweites Thema, was einen ehemaligen Jurassic Park Schauspieler angeht. Ein Thema, das ein bisschen heftiger ist, was mir der liebe Chris von Radio Raccoon geschickt hat. Da geht es nämlich um Cameron Thor. Das ist der Typ, der in Jurassic Park 1 noch Louis Dodgson gespielt hat. Die Hintergrundgeschichte, was da abgegangen ist, warum er wirklich nicht in Jurassic World Dominion mit dabei gewesen ist. Ich glaube, viele wissen es sogar nicht, dass Cameron Thor, ich sag's mal so, um es als Witz rüberzubringen, das ist wohl ein Mensch, der Kinder vom Fahrrad schubst und danach am Sattel zu riechen. Ob wir das heute noch schaffen, weiß ich aber nicht. Ihr merkt jetzt schon da oben, Godzilla Kong, heute steht hier alles auf Godzilla Kong Zeichen. TikTok, man will verdummen und Aufmerksamkeitsspanne. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten schon früher runtergegangen ist und dass Leute und dass Sachen wie TikTok und Co. genau das einfach nur nehmen.
Social Media generell sorgt dafür, dass Leute eine minimalere Aufmerksamkeitsspanne haben. Deswegen werde ich auch dafür sorgen, dass in Zukunft einfach Videos von mir einfach aus Trotz länger gehen. Und wenn die Videos einfach so anfangen. Ist mir egal, Hauptsache, man wird die irgendwie ein bisschen gestreckt. Leute müssen wieder anfangen, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bestimmten Themen haben zu können. Ich persönlich, ich liebe es ja aber auch, wenn ich ein Video gucken will, zu einem Thema, was mich interessiert, dann kann das Video gar nicht lang genug sein. Wenn ich jetzt gucke, keine Ahnung, Jurassic Outpost schaue ich halt sau gerne. Jurassic 7, neue Infos. Und ich gucke mir das Video an und denke mir so, oh Gott, Mist, nur 8 Minuten. Ich finde das schade. Ich denke mir, ey, mach das doch 2 Stunden lang. Könnte ich mir angucken. Und den meisten von euch geht es, glaube ich, auch so. Ihr habt Bock auf längeren Content. Aber viele Leute sagen eben auch einfach, boah, nee, Tobi, du kannst ja auch mal kannst ja mal ein bisschen kurz zusammenfassen, ne, so was du denkst. So, Leute würden einfach eine Review zu Godzilla Kong von mir gerne so haben. Intro, ich komme rein. Ja, der Film ist ganz gut, hat eine solide 7 von 10, bis zum nächsten Video, Cut. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Ich glaube, es gibt kein Video, was ich länger in die Länge ziehen werde als diese Review. Bin ja auch schon in ein paar Tagen bei der Pressevorführung. Da freue ich mich drauf. Am 2. April, glaube ich, bin ich da in München bei der Pressevorführung von Godzilla Kong. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. 10 Minuten Gedenkzeit, ja, sowas eben einfach. So, einfach mal, man muss auch ein bisschen provozieren dürfen bei den Leuten. Tobi will das Gehirn der TikTok-Kids umkehren. Nee, ich will, dass die länger denken. Dass man, ich weiß nicht, so, man befasst sich doch mit einem Thema generell länger, oder nicht? So, das lernt man auch schon in der Schule. In der Schule schreibst du einen Aufsatz über irgendwas und dann musst du dich mit der Thematik befassen. Längere Zeit. Wer von euch ist noch in der Schule aktuell? Macht ihr noch Präsentationen? Gehen die länger als 15 Sekunden? Und wenn ja, flippen da Leute aus und denken sich, ich kann da nicht mehr zuhören. Das ist wirklich schrecklich. Ich finde das sauschlimm. Das ist total anstrengend. Dass Leute es nicht geschissen bekommen, ihren Fokus längere Zeit auf irgendwas draufzuhalten. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, It's Rocks. Ja. Denkst du, dass Shimo im Film stirbt? Das sage ich nicht. Was für Videos kommen als nächstes? Als nächstes kommt noch ein Video, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic Park gewesen wäre und auch in Jurassic World. Es kommt ein Video zu Godzilla vs. Kong, wo ich einen angeblichen Logikfehler behandle und quasi erkläre, wie es logisch ist. Quasi das, was wir früher auch bei Jurassic Park 3 immer wieder gemacht haben. Da haben wir uns ja alle möglichen Versatzstücke gepackt und haben uns überlegt, wie würde aber das Sinn machen? Wisst ihr noch, ist schon ein bisschen länger her. Das mache ich jetzt auch mit dem Monsterverse. Ich nehme mir da Dinge einfach raus, die keinen Sinn ergeben, die Logiklöcher sind und bespreche dann, wie das Sinn machen würde. Es kommt als nächstes Video eben noch und ja, das Video über Tiamant kommt nicht mehr. Das vor dem Film jetzt nicht mehr, das ist Quatsch. Das kommt jetzt gar nicht mehr. Dann vielleicht nach dem Film nochmal irgendwann. Ich werde jetzt nämlich noch ein bisschen tiefer auch in beide Materien reingehen, Godzilla und aber auch Jurassic. Werde die einzelnen Figuren analysieren. Das heißt, Alan Grant bekommt ein eigenes Video, Ellie Sattler, Ian Malcolm, Lewis Dodgson, Dennis Nedry, Dinosaurier bekommen eigene Videos komplett. Und dasselbe eben auch nochmal im Monsterverse. Wer ist Trespasser? Wer ist Godzilla? Wer ist, wie sie eben alle heißen. Ja, ich lese eigentlich Romane am Stück durch. Mir kannst du auch 2 Stunden Videos machen. Da bist du aber eine Seltenheit, glaube ich. Ganze Romane am Stück durchlesen ist aber auch schon krass, habe ich noch nie gekonnt. Ich bin ja auch so die Harry Potter Generation. Ich habe mein Harry Potter Buch immer um 12 Uhr nachts bekommen. An Halloween war das, glaube ich, früher, ne? Ich habe das nie weiter gelesen als 2 Kapitel, glaube ich. Da merke auch ich dann irgendwann, dass dann so die Aufmerksamkeit so ein bisschen nachlässt. Nicht, weil ich es langweilig finde, sondern weil ich irgendwie das verarbeiten muss, was davor passiert ist. Aber 2 Kapitel, lass es mal 3 Kapitel sein, ist, glaube ich, auch noch human. Und wenn sich Leute darüber beschweren, dass ein Video länger als 15 Sekunden lang geht, ist es dumm. Schon eine Idee, was das neue Thema werden soll. Ja. Das steht schon fest. Okay,
Dann würde ich sagen, ich habe es, glaube ich, hier im Verlauf gespeichert. Den neuen Trailer. Bad Boys 4 kam jetzt auch ein Trailer übrigens raus vor ein paar Tagen. Wen es auch immer interessiert, Bad Boys. Ich finde hier 1 und 2 sehr geil. Teil 3 fand ich cool. Teil 4 sieht jetzt sehr aus, als würden sie in Richtung von Fast and Furious gehen. Der Trailer kam vor einem Tag raus. Es hat keine Sau interessiert. Es hat keine Sau interessiert, dass da ein neuer Bad Boys-Film rauskommt. Spoiler zum neuen Thema. Was heißt Spoiler? Es wird Alien werden. Das gesamte Alien-Universum mit Alien und eben Predator. Das wird es eben werden. Das kommt mit dazu. Was ich auch cool finde, ich fand bei der Umfrage, die ich gemacht habe, fand ich sehr interessant, dass sau viele von euch die Mehrheit Resident Evil, glaube ich, auf den letzten Platz verfrachtet haben. Und ich liebe halt Resident Evil. So, es muss nicht sein. Es gibt schon genug YouTuber, die das Ganze auch behandeln. Radio Raccoon, meine Empfehlung an euch, machen das super geil. Aber ich habe mir auch gedacht, Resident Evil ist gar nicht so scheiße. Das ist eigentlich ziemlich cool. Gerade wenn man Godzilla mag und auf dieses Trash-mäßige steht, hätte das ganz gut dazu gepasst. Aber ich habe sogar Vorkehrungen getroffen, weil ich mir auch gedacht habe, ey, Alien und Predator ist geil. Da habe ich Bock drauf, drüber zu quatschen und das Thema auseinander zu pflücken. Gerade jetzt, wenn der nächste Film auch dann rauskommt. Und ich habe mir aber gedacht, ich würde auch gerne über Resident Evil sprechen. Deswegen habe ich einfach mal mit dem Chris von Ready Raccoon gesprochen und habe gesagt, wie sieht's denn aus, wenn ich mal ein Video zu Resident Evil machen würde, könnte man das bei euch auf dem Kanal hochladen. Wenn es irgendwas gibt, wo ich unbedingt jetzt meinen Senf dazu abgeben will, da hat er gesagt, das besprechen wir noch, aber wahrscheinlich kannst du das machen. Das heißt, vielleicht wird es hier und da auch mal Videos von mir auf Radio Raccoon geben, ein oder zwei. Es gibt sogar schon zwei, glaube ich. Eins über Resident Evil 4, noch ein anderes. Ja, so viel eben dann dazu. Wann starten wir nun mit dem Godzilla-Trailer? Wegen Leuten wie dir kommt jetzt Folgendes. No. Der Trailer startet exakt in dem Augenblick, in dem ich einfach auf die Leertaste drücke und der läuft los. Was jetzt aber auch blöd wäre, weil ihr könnt es noch nicht sehen. ASMR, ja, genau. Danke. Wer war es eben gerade gewesen? Dragon King? Dragon King? Sagt mir jetzt quasi, trink noch mal einen Schluck Kaffee, fang das Ganze locker an. Das ist eine gute Einstellung vor allem. Ja, schmeckt so übel abgestanden, aber ist cool. Kannst du meine Frage beantworten? Wenn du die Frage eben gerade gestellt hast, nein, hast du nicht, okay, Gott sei Dank. Wann kommt eigentlich, was wäre, wenn der Indominus Rex in Jurassic World überlebt hätte? Gibt's, glaube ich, schon. Das nächste, was wäre, wenn, ist, was wäre, wenn der Scorpius Rex in Jurassic Park wäre? Und auch in Jurassic World, wir ziehen das Ding quasi durch bis zu Jurassic World. Ja. Nee, gibt's nicht. Was wäre, wenn der Indominus Rex sicher, ich glaube doch, das gibt's. Das heißt vielleicht anders, aber die Thematik haben wir doch schon mal besprochen gehabt, oder nicht? Ey, wenn nicht, ich muss selber nachgucken, keine Ahnung. Es gibt ja die Was wäre wenn Playlist auf dem Kanal. Da muss ich selber nochmal nachgucken. Ich habe keine Ahnung. Ich Überblick so ein bisschen verloren. Also, ist Kaffee, ja, ist aber eine perfekte Antwort auf die Nachricht. Kaffee ist immer die beste Antwort auf irgendeine Nachricht. Wir switchen jetzt mal rüber. Bad Boys 4 hat bei euch auch keinen interessiert, finde ich sehr krass, dass Bad Boys eigentlich relativ egal ist. Ich glaube, die große Zeit von Will Smith als glorreicher Schauspieler ist langsam auch vorbei. Ich gucke ihn immer noch ganz gerne, aber da kommt nicht mehr allzu viel, habe ich das Gefühl. Der neue Trailer ist sogar in 1040p.
Ja, okay. Gucken wir uns jetzt auf jeden Fall an. Wir switchen. Ist mein Internet Schrott oder der Stream? Dein Internet wahrscheinlich. Bei mir sieht alles grün aus. Sollte also nicht lecken oder ähnliches. Aber aktuell ist Internet wohl auch generell in ganz Deutschland irgendwie so ein bisschen am ruckeln. Da habe ich irgendwas gelesen vor ein paar Tagen. Da ist nicht mehr alles ganz so fresh. Switchen wir mal ganz kurz rüber zum Trailer. Trailer Nummer 4. Es leckt, schreibt. Also bei mir leckt es halt nicht. Ich bin hier mit dem Reaction-Account drin. Ist vielleicht dumm, wenn ich im selben Netzwerk bin, aber dann, keine Ahnung. Geht's jetzt? Von der Verbindung her, ich habe hier null Ausschläge, dass irgendwas nicht klappen sollte. Es leckt bei mir weder, noch habe ich irgendwelche Anzeigen, dass das Internet nicht schnell genug laufen würde. Deswegen weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch vorhin habe ich einige Störungen gehabt mit dem Internet, generell so beim Gucken auch. Das ist irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Huch. Gut, es läuft wieder, sagt ihr. Das heißt, wir fangen jetzt an mit. Telekom regelt. Wir fangen jetzt an mit Godzilla Kong, The New Empire. Trailer, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Oder wie wir auch in Fachkreisen sagen würden, Trailer 4. Ich muss das Ganze aber mit Kopfhörern hören. Wie immer. Wie ist denn die Audioqualität mit dem Mikro jetzt hier? Das ist ganz gut, oder? Von der Qualität her, vom Ton. Guten Abend, schönen guten Abend. Aber in manchen Ländern muss er schon laufen. Nee. Es gab schon bestimmte Vorvorführungen für bestimmte Menschen. Ist auch in anderen Ländern, nicht nur hier. Aber der offizielle internationale Kinostart ist am 29., also in 2 Tagen. Am 23. können den auch ein paar von euch hier in Deutschland schon sehen. Am 24. ist hier offizieller Start. Ich darf am 24. Quatsch, am 24. Also am 2. darf ich schon in die Pressevorführung. Am 3. können ein paar von euch auch schon rein. Und am 4. läuft der aber erst offiziell in Deutschland an. So. Denkst du, dass Shimo Scar King töten kann? Ja, wahrscheinlich kann er ihn töten, ja. Schätze ich einfach mal. Seid ihr jetzt bereit? Wir starten in 3. Moment, für alle Leute, die jetzt wieder. Okay, selbst dran schuld. Gut. 3, 2, 1 und ab geht's in Trailer 4, Godzilla Kong. Mal gucken, was wir da jetzt zu sehen bekommen. Ich ignoriere das jetzt einfach und tue so, als würde das nicht jedes Mal wieder passieren. So. Okay. Alle guten Dinge sind zwei. Eins, zwei und los. The Hollow Earth. A world untouched by mankind. Every day he searches for a family that he'll never find. Ich werde jetzt übrigens auch drüber reden müssen, aus urheberrechtlichen Gründen. Ne? Wer das immer noch nicht ganz gecheckt hat, das muss ich schon machen. Wir reden auch gleich nochmal über das ganz große Skelett am Anfang, über den Megatitan. Da habe ich mich mit dem einen oder anderen von auch geiler Shot von euch auch schon drüber unterhalten, was es damit auf sich haben kann. Und ob dieses riesige Skelett nicht schon wieder die eigene Lore im Monsterverse verändert oder der widerspricht. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und ja, inzwischen kennen wir wahrscheinlich wirklich den gesamten Film so langsam, bis auf das finale Ende. Das kennen wir noch nicht.
It's not just a signal. That's a call for war. Jetzt kommt der sehr kontroverse Shot, über den wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben. Das habe ich auch schon gesehen. Das habe ich schon gesehen in einem Shot. Okay. Ey, dann guckt mal, ob es vielleicht echt bei euch irgendwo dran liegt. Weil hier läuft alles zumindest flüssig. Ich schaue es auch gerade über einen anderen Stream noch. Bei mir läuft die ganze Chose. Ja, der Trailer. Was sagt ihr dazu? Rein vom Trailer her könnt ihr mal eine Note in den Chat schreiben von 1 bis 6. Nur vom Trailer her. Ist der geil? Ist der nicht so geil? Würde mich mal sehr interessieren. Währenddessen quatschen wir mal ganz kurz darüber, was Warner Brothers für einen unglaublichen, für ein Geschiss gemacht hat darum, dass bestimmte Dinge nicht ans Licht kommen. Unter anderem Shimo, Scar King, der Shimo kontrolliert, oder auch Mothra. Inzwischen haben die sich auch gedacht, okay, wisst ihr was, scheiß halt irgendwie drauf, wir zeigen jetzt einfach alles. Die haben sich auch drüber aufgeregt, dass da so viel preisgegeben wurde. Aber ich habe auch, glaube ich, noch nie, solange ich jetzt zurückdenken kann, einen Film gesehen, der so schlecht geheim gehalten wurde wie der Film jetzt hier. Godzilla vs. Kong war top secret im Vergleich dazu. Das ist ja... Ey, ja, keine Ahnung. Okay. Wir gehen das Ding auf jeden Fall jetzt mal gemeinsam durch. Da habe ich eben gerade auch schon irgendwie gesehen, Note 5. Ein bisschen krass, okay. Jetzt brauchen wir nur noch Mutos, Note 5, Note 3, Note 4, Note 3. 1 bis 6, 5, okay. Ich muss sagen, irgendwie schon geil der Trailer, 10 von 10, 3, 3 plus. Also wird das Ganze sehr kontrovers aufgenommen. Da hast du ja genau die Kerbe ihres Last-Minute-Trailers geschlagen mit den Leaks. Ja, warum kommt jetzt so ein Trailer noch raus? Weil das eh alles geleakt wurde. Ich glaube, dass die sich jetzt gedacht haben, wisst ihr was, dann scheiß einfach drauf. Ich glaube, dass das nicht ohne Grund jetzt 3 Tage vor Kinostart erscheint. Die haben sich jetzt einfach gedacht, komm, es ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Wir kennen jetzt, wir können jetzt ungefähr sagen, wie der Film verlaufen wird. Also die grobe Rahmenhandlung kann man jetzt peu à peu, Stück für Stück so sich herbeispinnen. Das funktioniert. Trotzdem quatschen wir jetzt nochmal über diesen Trailer hier. Denn der hat schon einige sehr schöne Sachen mit dabei gehabt. Unter anderem das hier ganz zu Beginn. Ich finde, und es ist jetzt schwer, das aus meinem Mund zu hören, weil ich mich immer wieder darüber aufrege, Marvel ist mir zu bunt, ich bin mehr ein DC-Fan, ich finde DC geiler, weil DC einfach düsterer und ernster ist. Ich mag düstere und ernstere Filme irgendwie mehr. Trotz allem muss ich sagen, ich finde diesen Shot jetzt hier sehr geil. Und Hollow Earth wird bunter. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das wurde auch schon mal geleakt oder eben gesagt, dass Hollow Earth jetzt einen ganz neuen Anstrich bekommen wird zum Teil. Wir werden quasi jetzt von der Region, die wir in Godzilla vs. Kong gesehen haben, rüber switchen in die Region jetzt hier. Da gab es auch schon mal einen Clip, der war, glaube ich, sogar offiziell veröffentlicht worden von Warner, wo wir gesehen haben, wie Kong und Zuko irgendwie was essen und im Hintergrund ist alles bunt und schön, wie jetzt eben hier diese Steine. Man muss dem Film mal wirklich eins lassen. Das kann man, also ich mag den allerersten Godzilla-Film am allermeisten, von 2014 eben, den allerersten aus dem Monsterverse. Dass der wesentlich düsterer ist, wesentlich ernster ist. Aber ich finde, wir haben jetzt gehabt Godzilla 2014, wir haben gehabt Godzilla King of the Monsters, die waren beide relativ düster. Dann haben wir gehabt Kong,
Der war bunt und Marvel-mäßig. Dann haben wir gehabt Kong, der Godzilla vs. Kong. Da haben sie versucht, das so ein bisschen zusammenzuführen, das Bunte und Lustige mit dem Godzilla-Universum. Das jetzt hier geht komplett in die Comic-Richtung. Das ist wie, als wäre das aus einem Comic entsprungen. Und ich kann mir das angucken, wenn das aber nicht der Hauptstil bleibt. Wenn das jetzt über fünf, sechs Filme derselbe Stil bleibt, würde ich es ultra langweilig finden. Ist nur meine Meinung dazu. Wie steht es denn bei euch? Also mögt ihr dieses bunte, quietschige eher oder seid ihr auch so, dass ihr sagt, nee, gerade das Düstere ein bisschen, es muss nicht immer komplett düster und depressiv sein, das meine ich überhaupt nicht. Aber das ist halt hier schon total überzogen. Ne? Das ist jetzt ja hier so, ja, Regenbogen-Wolkenland. Da alle Tiere im Einklang miteinander und das ist. Ah. Ich hätte gerne Mitte von beidem, die Mischung macht's. Vielleicht kriegst du hier die Mischung. Ich, keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass wir trotz allem hier und da auch noch so ein bisschen was Düsteres bekommen. Wir sehen jetzt aber hier eben gerade einfach nur diese extrem bunte Darstellung. Du hast halt hiermit dann die Gefahr, dass aktuell ja jeder Film meint, er müsste farbenfroh und bunt und toll sein. Jurassic World. Also machen wir uns nichts vor, da ist kaum noch was düster dran. Fast and Furious ist sogar bunt und Dings geworden. Thor, was war es denn gewesen? Drei, wo dann sogar irgendwann bunte Farben rumgeschossen wurden und irgendwelche Neonlichter. Es ist alles nur noch dieses, es muss alles schön bunt und am besten noch Neonfarben sein. Dadurch hast du einfach das Alleinstellungsmerkmal nicht mehr gegeben. So, da ist einfach jetzt wieder alles eine Suppe. Das ist meine Befürchtung. Es kann auch sein, dass ich komplett falsch liege damit. Aber, ich finde das jetzt hier gerade cool, nicht falsch verstehen. Das finde ich gerade cool, wenn es aber sich jetzt dann eben nicht über die nächsten Filme noch genauso hinwegzieht. Wenn ich danach wieder irgendwann Tokio sehe und wir haben total überbelichtete Bilder und alles ist nur noch Sonnenschein permanent und alles ist so übertrieben im Michael Bay-Stil, alles glänzt, das brauche ich jetzt dann wieder nicht. Das da, mh. Naja. The untouched by mankind. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt hier gerade sehr viel. Ist das der neue Trailer? Kam gestern raus, so ist der genau. Dass wir jetzt hier sehr viel aber auch gezeigt bekommen sollen, wie schön die Hohlerde ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dieses Stilmittel, alles ist bunt und toll und leuchtet und glänzend, dass wir das aus einem ganz bestimmten Grund sehen. Und den Grund sehen wir gleich. Warum muss jetzt die Hohlerde so krass prachtvoll dargestellt werden? Passt auf. Deswegen. Da haben wir es schon. Deswegen. Es hat mir jemand über Instagram, erstmal sau cool, dass wir inzwischen über Instagram, da ich da mit einigen von euch inzwischen extrem krass schon so Sprachnachrichten hin und her schicke, dass wir uns so Theorien gegenüberspielen. Da hat mir jemand von euch geschrieben, ich habe deinen Namen nicht mehr auf dem Schirm, deinen Instagram-Namen. Das ist eigentlich so eine, ist der Vergleich hier ist ganz geil mit König der Löwen. Das Schattenreich und das geweihte Land. Das hier ist das geweihte Land. Das hier ist das Schattenreich. Da hinten ist sogar übrigens der Königsfelsen. Also ganz plump jetzt gesagt. Ich finde es ganz cool, diesen Vergleich. Das könnte einigermaßen passen. Ich denke immer noch, dass dieses ganze Lava-Ding irgendwas auch mit Shimo zu tun haben könnte, dass man Shimo damit an Kraft rauben kann, weil Shimo ist ja ein Eistitan. Und Feuer schwächt Eis, ne? Aber das ist auf jeden Fall König der Löwen, finde ich. Hier auch dann mit dem Elefanten, das passt schon so. Elefantenfriedhof, hier ein riesiges Skelett. Und die Frage war dann eben auch, na Tobi, wie kann es denn aber sein, dass Shimo der älteste Titan ist, aber das Vieh ist ja um einiges größer, um Welten größer als Shimo. Wie kann das sein? Und es wird dann so ein bisschen, glaube ich, verwechselt. Ich habe da mal ein bisschen Jurassic-Fan. Ey, das leckt gerade echt nur bei dir und du musst es nicht jedes Mal reinschreiben. Es tut mir echt leid, aber ich kann da gerade echt nichts dran ändern. Die Größe der Titanen hat nichts mit dem Alter zu tun. Die Größe hat null mit dem Alter zu tun. Das, was das Monsterverse uns suggeriert, ist, dass je älter ein Kaiju ist, umso mächtiger ist er auch. Das ist das, was uns
das Monsterverse so ein bisschen rübergibt. Es wurde noch nicht 1:1 genauso gesagt, das wurde noch nicht gemacht, aber das wird so ein bisschen rübergebracht. Das heißt, dieses Tier hier könnte definitiv älter als Shimo sein. Nee, Quatsch, jetzt habe ich den Faden gerade verloren. Wie war das gewesen? Also, die Größe hat dann nichts mit dem Alter. Nee, Quatsch, hat nichts mit der Macht zu tun, genau. Shimo ist der mächtigste Kaiju. Und trotz allem ist das Vieh hier älter. Und es wurde ja immer gesagt, dass Shimo die Mutter aller Titanen ist. Das würde immer noch passen. Meine Theorie hierzu ist allerdings, dass es auf der Welt im Monsterverse drei große Zeitebenen gegeben hat. In der aktuellen leben wir Menschen, die Tiere. Das ist die aktuelle Zeitebene. Die Zeitebene davor ist die gewesen, in der Titanen gelebt haben. Godzilla, Kong, wie sie alle heißen. Und davor gab es aber noch eine Zeitebene. Von Geschöpfen, zu denen dieses hier gehört. Das waren keine Titanen, kein gar nichts. Das sind andere Kreaturen. Das ist nur eine Theorie von mir. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das hier im Film nicht aufgelöst wird. Das soll einfach nur so ein cooler Effekt sein. Wir haben jetzt hier so eine Skelettbrücke. Das ist meine Vermutung einfach. Das Tiamant, sein Vater, es kann von jedem, wenn du so willst, der Vater oder die Mutter gewesen sein. Das kannst du so halt sehr, sehr schwer heraussehen. Der Vater der Titanen, ja, weiß ich halt nicht. Wie gesagt, ich glaube halt einfach nur, dass hier wird gar nicht großartig drauf eingegangen. Es soll uns hier eben einfach nur gezeigt werden, dass wir jetzt sogar in dem Film zurück in die Vergangenheit reisen. Wir erfahren, wer Shimo wirklich ist. Shimo ist aus irgendeinem Grund die Mutter der Titanen, wie auch immer das vonstatten gegangen sein soll. Und das soll uns einfach nur zeigen, aber die Welt ist noch sehr viel älter. Das würde mir schon ausreichen. Du musst mir jetzt nicht erklären in dem Film, dass das hier jetzt irgendwie der Urgroßonkel von Shimo gewesen ist. Keine Ahnung. Der beim Spazieren gegen verbreitet. Ich muss nicht alles tot erklärt bekommen. Das würde mir jetzt hier schon reichen. Nico, vielen, vielen Dank für dein Stufe 1 Abo. Tausend Dank dafür. Ja. Wie ist eure Meinung dazu? Was habt ihr für Theorien hierfür, außer dass es irgendwie eine Mutter oder ein Vater sein soll von irgendjemandem? Und findet ihr, dass der Vergleich mit dem geweihten Land und dem Schatten, hieß das Schattenreich bei König der Löwen? Ich weiß es gar nicht mehr. Meint ihr, dass das irgendwie passen könnte? Von der reinen, vom Gegenüberstellen her. Sagst du nur, du vermutest oder ich weiß es wirklich nicht. Nee, keine Ahnung. Also meine Vermutung ist wirklich, ich glaube, das hier wird im Film nicht erklärt. Ich glaube, das wird genau wie im allerersten Godzilla-Film von 2014, wo wir auch dieses Skelett hatten, das wird das auch sein. Die laufen dann eben da drüber. Da wird es ein paar ganz coole Shots geben. Als Zuschauer denkt man sich dann so, oh, okay, oh, der ist ja groß. Mm. Und dann war es das. Dann gibt es einen Cut. Schattenland, Schattenreich. Und ja, Godzilla gegen Scar King. Ich glaube, da wird nichts mehr kommen. Vielleicht ist das der Mittelpunkt des Kriegs. Das könnte, ja, interessant. Dass irgendwie auch noch rauskommt, dass man vielleicht die Welten getrennt hat voneinander. Und das wird schon sowas in der Art sein, dass Scar King sich in diesem Krieg damals dann zurückgezogen hat und hat dann quasi ein eigenes Reich eröffnet. Warum das Reich von Scar King, der ja der Böse ist, jetzt auch unbedingt böse aussehen muss mit Lava und Totenköpfen. Das ist halt ein Monsterverse-Film. Das ist okay, das passt. Every day he searches for a family that he'll never find. Ja, hier bin ich immer noch der Meinung, dass wir hier nicht Mothra sehen, sondern dass wir hier Shimo sehen, die sich gerade vor Kong aufbaut. Gab es ja auch schon die ersten Infos, dass sich Shimo auf zwei Beinen stellen kann und das auch hier machen soll, um dann eben zu zeigen, ich bin gigantisch groß. Und ich glaube, das passiert jetzt hier gerade in Rio, glaube ich. Das hier. Ich hoffe, das wird im Film noch mal ein bisschen überarbeitet. Das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Kennt ihr diese Apps, die ihr irgendwie so auf die Straße halten könnt? Und dann schlägt da so ein Meteorit ein
Und wenn ihr diese App genau richtig haltet, sieht es einigermaßen so aus, als wäre der Meteorit so auf eure echte Straße eingeschlagen mit so Rissen da drin. Nur kennt man bestimmt diese ganzen Dinge. Das sieht aus, als wäre das damit gemacht worden. Das sieht echt nicht gut aus, oder? Moment. Achtung. Nee. Das sieht nicht ganz so geil aus. Sie ist doch schon auf vier Beinen gewaltig. Naja, aber auf zwei Beinen ist sie ja noch. Sie wurde ja mal irgendwie so ein bisschen verglichen mit einem Bär, weil die Fimo steht ja auch nicht so. Fimo steht ja so. Nur so breit. So Breitfüße quasi, so als wäre sie Walter aus dem Frauenknast. So steht ihr Shimo. Und da wurde eben dann gesagt, dass man das mit einem Bär vergleichen kann von der Haltung her. Und Bären beugen sich ja auf zwei Beinen, um zu zeigen, hier, Gefahr. Also ich bin jetzt bereit dazu, mein Revier zu verteidigen. Und deswegen wird das Shimo sehr wahrscheinlich auch machen. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre auch geil, wenn dann Scar King nicht stirbt, finde ich auch. Und dann in ein Gefängniscode. Das würde ich auch cool finden. Ich hoffe, und ja, ich weiß es wirklich nicht, dass aber Shimo und Scar King, doch bei einem von beiden weiß ich sogar. Aber ich hoffe, dass beide wiederkommen. In zukünftigen Filmen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier bei der einen Figur zumindest, wo ich es eben nicht weiß, dass wir da einen Cut bekommen und die ist einfach wieder raus. Würde ich sau langweilig finden. Baut die so ein bisschen auf. Die ganzen Figuren und macht daraus sowas wie Scar King könnte so der Freezer werden von Dragon Ball, eine Analogie. Und Shimo sowas wie Broly in Dragon Ball Super. So, das könnte man echt cool aufbauen. Das wäre ganz geil. We've discovered a signal. Das kennen wir jetzt hier alles schon mit Godzilla, der durchs Wasser schießt und dann eben bei Kong wieder rauskommt. Und dann gibt es diesen kurzen Kampf zwischen Kong und Godzilla. Auch das hier, wenn wir diese Szene mal vergleichen, das hier mit dem allerersten Trailer, da gab es ja auch schon wieder so ein Ding. Ne? Also da gab es ja dieselbe Szene auch schon mal. Die ist jetzt hier bunter in dem Trailer, oder nicht? Guckt euch nochmal den ersten Trailer an, danach das hier nochmal. Die haben da digital nachgeholfen, um die ganze Welt noch ein bisschen bunter zu machen. Ich glaube, das wird der Look der neuen Hohlerde werden. Die wird bunt und quietschfidel werden. Denkst du, Shimo hat Ghidorah eingefroren? Ich würde es cool finden, wenn das rauskommt, bin mir aber nicht sicher, weil Godzilla 2 so ein bisschen weggeschoben wird, aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht, weil da einfach zu viele Toho-Monster drin gewesen sind, obwohl jetzt ja auch gesagt wurde, nö, das stimmt überhaupt nicht, das Gerücht. Wir können auf Toho-Monster zurückgreifen, da gibt es keine Einschränkungen. Wir wollten eben aber einfach nur unser eigenes Universum ein bisschen weiter ausbauen. Wenn das stimmt, dann wäre es auf jeden Fall cool, wenn sie die Geschichte so drehen, dass Shimo wirklich Ghidorah eingefroren hat. Es würde einfach so viel Sinn ergeben, finde ich. It's not natural for Kong to be so. Die Stelle hier haben wir auch schon im Comic gesehen, die wird also im Film auch nochmal auftauchen. Das heißt, sie recyceln wirklich einen Teil vom Comic jetzt hier auch nochmal im Film. Deswegen ich auch sagen muss, ey, der Comic kann man sich zulegen, aber ist jetzt wirklich kein Muss. Das finde ich eine sehr geile Stelle, die auch wieder mal zeigt, dass diese Kristalle definitiv eine große Rolle spielen werden. Ich sag mal so viel, zumindest das, was Shimo und Scar King angeht, spielen die auf jeden Fall eine Rolle und auch noch was drüber hinaus. Also, nur die sind nicht umsonst so häufig in Szene gesetzt. Das verstehe ich bis heute nicht. Das hier checke ich nicht. Es ist nicht Mothras Ei. Es ist scheinbar eine Art von Portal, da habe ich keine Ahnung. Da bin ich sehr schwer drauf gespannt, was das am Ende dann im Film sein soll. Ob das ein Portal ist oder ob das. Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Hier haben wir dann jetzt noch so einen Tempel, wo die Menschen scheinbar. Also, die Menschen haben ja generell in der Hohlerde sehr viele Zeichnungen hinterlassen. Das haben wir auch im Comic gesehen, wo ja quasi sämtliche Ereignisse so skizziert wurden. Mit den Skullcrawlern wurde was skizziert, mit Godzilla gegen Kong wurde was skizziert oder zumindest ein Stein gemeißelt.
Und ich glaube, dass das hier die Momente sind mit den Menschen, in denen wir sehr viele Backstories bekommen. Ich glaube, dass wir wirklich vom Hauptfilm, wo wir dann sehen, wie Godzilla und Kong Dinge machen und dann eben auch Shimo und Scar King, immer wieder einen Cut bekommen zu den Menschen, die nicht allzu viel machen, aber immer wenn wir zu den Menschen umschwenken oder umschneiden, bekommen wir Dinge aus der Vergangenheit gezeigt. Das wird, glaube ich, genauso passieren. Ja, wie gesagt, Origins, Ursprung, das wird schon irgendwie so eintreffen. Warum sah das so aus wie Godzilla bei der blauen Wand? Das ist Godzilla bei der blauen Wand. Zumindest die Spezies. Also, es gab ja den Krieg zwischen Godzillas und zwischen Kongs. Also, Godzilla gehört ja zur Unterkategorie nochmal der Amphibien-Titanen. Kong dann zu den Affentitanen wahrscheinlich. Und die haben ja einen Krieg gegeneinander gehabt. Wir wissen noch nicht genau warum. Da gibt es verschiedene Theorien. Hatte Scar King was damit zu tun? Hatten vielleicht die Menschen daran Schuld mal wieder? Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele verschiedene Spekulationen, aber diesen Krieg hat es ja gegeben früher. Und den werden wir jetzt hier in dem Film auch mehr beleuchten. Also es wird hier Flashbacks geben und Rückblenden, die uns mehr erklären, warum gab es diesen Krieg, wie ist er überhaupt ausgegangen, warum sind denn wirklich alle oder wer hat im Endeffekt auch gewonnen? Mag jetzt ja erstmal sein, dass die Kongs scheinbar gewonnen haben, weil von denen gibt es ja noch ein paar. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar andere Godzillas in dem Film, wo wir dann auch herausfinden, ah, okay, da gibt es auch noch ein paar. Ja, so, das kann ja alles noch sein. Ich dachte, Godzilla wäre ein Reptil, ja, meine ich auch Reptilien. Was habe ich gerade gesagt? Amphibien, ne? Reptilien-Titan, Entschuldigung, ja. Godzilla und Shimo sind beides Reptilien-Titanen, meine ich natürlich. Verzeiht mir diesen Fauxpas. Hier auch wieder gutes Beispiel, wie groß Skiller ist. Das Ding heißt wohl wirklich im Deutschen und im Englischen Skiller. Im Japanischen sagen sie Jilla, oder ich kann das nicht aussprechen. Die sagen auch nicht einfach nur Jilla, die reden da irgendwie sechs Buchstaben parallel nebeneinander und dann Illa hinterher. Aber das ist schon riesengroß, das Ding. The Titans were the guardians of nature. And the great apes became the protectors of humanity. Sie sagt aber auch, ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt später. Sie sagt aber auch, die Titanen waren, quasi nach dem Motto, die waren schon immer die Beschützer der Natur und die großen Affen wurden die Beschützer der Menschheit. So als wäre irgendetwas passiert, dass die Affen die Beschützer werden mussten. So als wären die mal auf einer Seite gewesen früher. Und dann ist irgendwas passiert und die Affen mussten dann die Beschützer werden. Hört noch mal ganz kurz hin. Ist auch vielleicht, keine Ahnung, zu viel reininterpretiert. Moment, hier. Oh mein Gott. The Titans were the guardians of nature. Titanen waren die Guardians of Nature halt, die Beschützer der Natur. And the great apes became the protectors. Und the Great Apes became, also die wurden. Das ist vielleicht auch einfach nur, es muss, es, ja, okay, kann auch einfach beides bedeuten. Das ist jetzt, ja, nur von mir gerade irgendwie so ein geistiger Einfluss gewesen. Of humanity. But a great evil threatened the peace. Ja. Auch noch sowas, ein großes Übel hat dann quasi dieses Gleichgewicht und den Frieden auseinandergebracht. Ich glaube nicht, dass dieses große Übel Scar King ist. Und irgendwie auch nicht, dass es Shimo ist. Ich glaube, wir erfahren dann noch ein bisschen mehr. Vielleicht ist es auch doch Scar King, ich weiß es halt nicht. Wie die Geschichte bei Skull Island mit den, was für Dinge? Ibis. Okay. Das macht mich wahnsinnig, dass man nie weiß, ob du schon was weißt oder. Ich weiß das wirklich nicht. Also von den Flashbacks habe ich keine Ahnung, was man da sieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, warum der Krieg angefangen hat.
Wir reden dann mal, wir machen ja den großen Spoiler-Talk dann noch am 10., habe ich ihn, glaube ich, angesetzt. Da reden wir mal drüber, was ich schon alles über den Film weiß, zum Beispiel. Das sind jetzt, glaube ich, noch 3, 4 Dinge, die ihr noch nicht wisst, die, was die Story betreffen, ja. Ja, was in der Vergangenheit gezeigt wird, habe ich keine Ahnung. Ich bin auch sehr gespannt drauf, was der Krieg jetzt wirklich, was den ausgelöst hat, ob es jetzt wirklich dann so plump ist von wegen, ja, es war halt Scar King. Aber warum hat dann Scar King denn den Krieg begonnen? Was war dann da die Intention dahinter? Keine Ahnung. Das finde ich einen sehr interessanten Shot. Das kommt so rüber, als wäre das hier so ein Moment relativ am Ende des Films, wo irgendwie dann so alle verbleibenden Kämpfer haben sich dann so eingeschlossen in der Hohlerde hinter so einer Eiswand. Vielleicht sogar so ein Moment, wo Shimo bereits nicht mehr unter der Kontrolle von Scar King ist. Und Shimo hat so eine riesige Eiswand erbaut, aber sie ist schon so geschwächt, dass sie eben nicht mehr gegen Scar King kämpfen kann. Und dann bricht Scar King irgendwie diese Eiswand am Ende dann durch. Die ganze Armee kommt dann hinterher und dann passiert irgendwas. Dann passiert irgendwas ganz Spannendes, dass dann dieser Krieg dann doch noch irgendwie gewonnen wird. Das finde ich eine ganz coole Stelle hier. Das ist so dieses typische Herr der Ringe-Helms-Klamm-Ding. Jetzt ist so alles vorbei. Das ist der Moment Game of Thrones, wo der Night King nach Winterfell einmarschiert. Ab jetzt denkt man, jetzt alles vorbei. Und dann passiert nur irgendwas. Dann, keine Ahnung, wird Mothra zum Transformer oder irgendwas ganz Abgefahrenes kommt dann. We have never Und ja, ich glaube wirklich, dass Scar King krasser ist als Kong. Nicht stärker von der Kraft her, aber ich glaube, durch seine Beweglichkeit ist er an sich physisch stärker, also ja doch physisch stärker als Kong. Mächtiger zumindest. Das glaube ich tatsächlich schon. He won't be alone. That's a suicide mission. It's not just a signal. Ey, ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts, aber dass man das hier in einem Trailer zeigt. Ist so. Also. Und die beschweren sich noch darüber, dass man nichts spoilern soll. Verstehe ich nicht. Verstehe ich null. Wahrscheinlich einfach nur, weil es ein kurzer Blue-Effekt ist und man sieht es ja nicht allzu lang oder was. Not just a signal. Ja. Okay. Ab einem bestimmten Punkt im Film, wenn ihr euch hieran erinnert, werdet ihr wissen, ah, okay, ich weiß jetzt, wie es ausgeht. Naja, ist ja auch egal. Das hier fand ich interessant nochmal. Diese Szene jetzt hier ist ja nochmal ganz anders als die, die wir davor gesehen haben. Diese Szene jetzt hier kennen wir nur so, dass Kong auf der einen Seite steht, aber auch da drüben eigentlich, und Godzilla auf der Seite. Und da hinten ist eigentlich auch die Sphinx. Und inzwischen wissen wir auch, was in der Mitte eigentlich ist von beiden. Das heißt, das ist auch eine relativ neue Szene und die Helikopter fliegen hier wieder um die ganzen Titanen andauernd rum und wollen eben gucken, was da jetzt gerade abgeht. Was ich auch sehr interessant finde, weil das ja irgendwie auch früher immer so war. Ne? Du hast ja in den ganzen Godzilla-Filmen, da gab es immer irgendwas, was so im Hintergrund rumgeschwirrt ist, auch in den ganzen Spielen für PS2. Da war immer irgendwas im Hintergrund, was da eben abgegangen ist. Das finde ich schon eine ganz nette Sache, dass da jetzt auch andauernd die Helikopter rumfliegen und die nehmen sich schon sehr viel Mühe. Die geben sehr viel Mühe dabei. Naja. That's a call for war. Und jetzt, das ist wirklich die Szene. Jetzt haben wir sie, glaube ich, sogar komplett. So wird die wahrscheinlich auch im Film dann kommen, wo ich euch noch gesagt habe. Scar King, der auf Shimo reitet und Kong, der auf Godzilla reitet. Und dann gibt es dann so einen Clash. Der Kampf beginnt in der Hohlerde und dann gibt es dann irgendwann nach oben Richtung Rio. Das sehen wir jetzt hier. Oh. Und der Shot ist halt wirklich in Zeitlupe. Da hatten wir auch schon drüber Quatsch gehabt, wo ich noch gesagt habe, ey, ich habe mir halt nur sagen lassen, dass genau das Ding jetzt hier so ein Zeitlupen-Money-Shot wird.
Und dass ich mich dann irgendwie auch gefragt habe, warum haben die das nicht in den Trailer reingepackt? Das ist so ein typischer Money-Shot für einen Trailer. Ja, jetzt haben wir es halt hier. Das Ding ist wirklich einfach in Zeitlupe. Die Größenproportionen passen jetzt überhaupt nicht mehr. Kong ist jetzt fast größer als Godzilla. Ein bisschen, ja gut. Ja, doch, geht irgendwie noch ganz klar. Aber ist auf jeden Fall schon, das ist halt Trash pur. Achtung. Und was dann hier nachkommt, haben wir auch schon gesehen im zweiten oder im chinesischen Trailer. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Da sehen wir nämlich dann, wie Kong Scar King mit der Elektrofaust so ins Gesicht haut und beide fliegen links und rechts weg. Das kommt eigentlich dann direkt hier nach. Also die ganze Szene haben wir jetzt hier schon. Und was könnte jetzt noch passieren? Komm, jetzt haben wir doch schon Shimo rausgehauen. Shimo wurde auf jeden Fall oft genug geleakt jetzt. Wir haben ja noch ein Geheimnis im Film aber. Das ist Mothra. Ne, Mothra haben wir ja irgendwie auch schon gesehen. Einmal als Spielzeug und auch mal schon als Vision von Gia im Auge vom ersten Trailer. Also Mothra wird irgendwie eine Rolle spielen. Aber taucht Mothra auch wirklich in Persona auf? Wissen wir noch nicht. Wie wäre es, wenn wir genau das in den Trailer packen? Was? Aber ja. Ja. Sonst heißt es wieder, Tobi, du bist so arrogant, du sagst mir, du wusstest, dass das, also, ich habe es schon mal erwähnt, dass diese Kristalle und dass diese gesamte Gia-Story sehr viel mit Mothras Wiederauferstehung zu tun haben wird. Das ist wirklich so. Das hier passiert, nachdem Gia diese Treppe hochgelaufen ist. Und dann eben diese Hand hochgeht und dann kommen diese Sporen ja darunter. Und dann kommt das kurz danach. Dann kommt da Mothra bei raus. Ja. Ich wäre dafür, dass Warner morgen nochmal einen neuen Trailer raushaut und einfach, keine Ahnung, noch ein Geheimnis verrät. Sowas wie Space Godzilla oder so. Das wäre echt cool. Aber Spaß beiseite. Jetzt mal ohne Mist, hat irgendjemand von euch deswegen weniger Bock auf den Film? Ich nicht. Ich hab immer mehr Bock auf den Film. Vor allem, weil ich ja immer noch nicht ganz genau weiß, genauso wie ihr auch nicht, wie das dann jetzt alles zusammen miteinander eingeht. Und worum geht's da jetzt eigentlich? Also was will Scar King? Was ist seine Mission? Einfach nur die Erde einfrieren? Und wenn ja, warum? Wo kommen die Kristalle her? Was hat's mit denen auf sich? So, das, ey, ich hab echt Bock drauf. Mothra ist eine Bedrohung für Scar King, weil sie die Gehirnwäsche von Scar... Oh, interessante Theorie. Geht das? Was hat Mothra für Fähigkeiten im Original bei Toho? Konnte die irgendwas von wegen... Ja, klar. Die war ja schon sehr übernatürlich, ne? Ich hab das gerade nur aus dem Videospiel irgendwie im Kopf. Da konnte Mothra, glaube ich, auch Schaden zufügen, ohne den Gegner zu berühren mit irgendwas. Quasi per so telekinetischen Wellen oder irgendwie so einem Kram. Jetzt fehlt nur noch, dass Kong Thanos Steine in die Hand bekommt. Wegen dem Handschuh jetzt, meinst du? Ja, ich finde den Handschuh jetzt auch nicht so geil. Sie wollten natürlich auch Kong irgendwie aufpimpen, weil natürlich Godzilla auch eine neue Form bekommen hat. Man hätte da Kong, finde ich, ein bisschen cooler aufpimpen können. Oder zumindest den Handschuh auch ein bisschen cooler wirken lassen. Aber das ist, ich finde es okay. Ich finde es okay. Wenn der Handschuh ein paar coole Szenen bekommt mit so Elektrofäusten oder das wird schon ganz cool werden, glaube ich. Das, ich glaube, da werden wir nicht enttäuscht sein. Ja, nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ich habe es schon mal erwähnt. Die Pressevorführung ist 2 Tage vor offiziellem deutschen Kino-Release in Deutschland. Das kann 2 Sachen bedeuten. Entweder der Film ist unfassbar geil und man will nicht, dass bestimmte Sachen geleakt werden, oder der Film ist unfassbar scheiße.
Und man will nicht, dass diese schlechte Publicity schon sehr lange im Voraus preisgegeben wird. Deswegen ist alles da so kurzfristig. Ich habe da ein bisschen Angst davor, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich gedacht hat, der Film ist ultra geil und ich will nicht, dass Dinge bei dem Film geleakt werden. Die leaken gerade selber alles. Ich habe wirklich Angst, dass die Pressevorführung 2 Tage vorher ist, weil der Film nicht gut ist. Und dass Warner das schon weiß. Und dass also wenn der Film richtig krass floppt, das glaube ich jetzt nicht, könnte er wirklich das ganze Monsterverse zum Einsturz bringen. Das glaube ich allerdings nicht, aber es könnte sein, dass der Film so ein bisschen an der Grenze kratzt, ähnlich wie Godzilla vs. Kong, vielleicht sogar noch ein bisschen erfolgreicher wird, weil wir eben keine Pandemie haben aktuell, noch nicht. Und dass man dann aber im Film drauf einen anderen Weg wieder einschlägt. Adam Wingard hat davon gesprochen, er will seine Trilogie auf jeden Fall fertig machen. Das heißt, seine Trilogie, ne, er hat mit Godzilla vs. Kong angefangen. Das ist der zweite Film von ihm. Er möchte noch einen dritten Film hinterher setzen. Das ist dann wohl die Geschichte der Hollow Earth und mehr mit Kong. Und ja, Godzilla ist auch mit dabei, aber das ist ja so ein bisschen wie Captain America 3, wo auch Iron Man mit dabei war. Und trotzdem war es ein Captain America-Film im Endeffekt. Im April wurde übrigens auch schon angekündigt, wird Adam Wingard einen großen Pitch raushauen. Viele gehen davon aus, dass Adam Wingard jetzt im April dann auch schon die Idee für Godzilla Kong 3 raushauen wird. Glaube ich irgendwie nicht. Wäre noch ein bisschen früh. Andere sagen, dass da was ganz anderes dahinter steckt. Ich könnte mir vorstellen, dass Adam Wingard im April verkündet, ich werde das Mastermind hinter dem gesamten Monsterverse. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich mache das jetzt alles. Wäre das cool oder wäre es nicht cool? Schreibt es mal in den Chat. Cool oder nö. Wäre eigentlich nicht ganz so geil. Mecha Scar King. Ja, Mecha, ich glaube, Mecha-Gegner werden alle kommen nochmal. So, Mecha gibt's immer. Mecha Mothra. Mecha Duck. Mecha Duck und Mecha Zuko machen alles platt. Ja, hast schon gelesen, der Film so sein, als hätte WWE ein... Was? Das verstehe ich nicht. Mehr zeitlicher Abstand, gehe ich auf jeden Fall mit, wird aber nicht passieren. Die Zeit ist vorbei, wo man sich für Filme lange Zeit nimmt. Jurassic World oder Jurassic 7 soll nächstes Jahr erscheinen. Die haben noch nicht mal den Cast fertig. Trotzdem muss der Film bis nächstes Jahr rausgehauen werden. Da wird sich keine Zeit mehr gelassen. Weil Trottel wie ihr und ich rennen ja trotzdem ins Kino. Und da stehe ich auch dazu. Klar mache ich das. Wenn der Film aber dann deswegen auch kaputt gekritikt wird, dann selbst dran schuld. Wir werden auch nicht so lange auf die Fortsetzung zu Godzilla Minus One warten müssen. Auf gar keinen Fall. Shin Godzilla kam 2016 raus, Godzilla Minus One 2023 war es, glaube ich, noch gewesen, ne, im Winter. Der nächste Film, lass den mal rauskommen, 2025. Nee, 26, sage ich. Kommt der nächste Godzilla-Toho-Film raus. Moin an alle, schau Godzilla und Kong schon sehr lange. Ja, ist doch cool. Ist doch cool. Tobi, findest du eigentlich Kong oder Godzilla besser? Ich mag Godzilla an sich mehr. Ich finde, Godzilla ist der coolere Charakter. Aber ich finde, dass die Monsterverse, da die aber auch einen sehr starken Fokus auf Kong legen, finde ich, dass Kong da doch sehr viel Charakterentwicklung bekommt. Kong hat mehr Mimik. Kong hat mehr Ausdruck, finde ich. So, ist halt auch ein Affe. Ne, das ist mehr Mensch als eine atomare Riesenechse. Da kann man sich so ein bisschen mehr reinversetzen. Aber ich würde immer noch sagen, Team Godzilla auf jeden Fall, ja. Ja, und ich hoffe, die machen Godzilla jetzt nicht wirklich zu dem größten Idioten, zu dem größten Arsch, der einfach nur mächtig ist, aber halt dumm wie ein Meterfeldweg. Und macht, ey, wenn der Film damit endet, dass Kong Godzilla jetzt als ein Reittier gezähmt hat und beide in den Sonnenuntergang reiten, dann machen wir einen riesigen Shit-Talk, Shitstorm-Talk zu dem Film. Wehe, Godzilla wird jetzt als Reittier von Kong in das gesamte Monsterverse eingeführt. Das wäre krass. Oh Gott, ich glaube, ey, das, naja, na gut.
Quatsch, never. Ey, hätte ich dir jetzt vor einem Jahr gesagt oder vor 2 Jahren, ey, pass mal auf, im neuen Godzilla-Kong-Film ist Godzilla pink und Kong reitet auf ihm in den Krieg gegen einen anderen Riesenaffen, der auf einem schildkrötenähnlichen Titan. Ich glaube, so Quatsch ist das nicht mehr. Und es gibt schon genug Theorien oder Gerüchte darüber, dass Warner schon eher Richtung Kong tendiert, aus welchen Gründen auch immer. Aber Godzilla wird weiter mit dabei bleiben, klar. Nur geben Sie Godzilla vielleicht nicht den Charakterbogen, den er auch hätte haben können. Aber vielleicht machen Sie es ja auch in dem Film jetzt hier. Godzilla und Kong haben beide den Krieg überlebt. Eigentlich ist Godzilla sogar noch ein bisschen dramatischer, denn Kong findet ja jetzt heraus, ey, ich habe noch eine Familie oder es gibt noch andere Kongs. Godzilla ist scheinbar weiterhin alleine da. Und wenn jetzt dann wirklich noch der Bogen dazu geschlagen wird, dass Shimo die letzte Überlebende der Godzilla-Spezies ist, das könnte echt dramatisch werden. Aber sie wollen halt Kong so ein bisschen mehr da reinsetzen. Wenn das passiert, werde ich alle meine Monsterverse-Filme verbrennen. Nein, komm, ey. Das nicht. Das jetzt auch nicht. Wir sollen das nicht so übertreiben. Inwiefern übertreiben? Übertreiben können sie es schon, finde ich. Das ist das Monsterverse. Das basiert ja alles. Ihr müsst euch überlegen, dass Godzilla ist ein Franchise, wo Godzilla mal gegen Gigan, glaube ich, gekämpft hat. Und der hat ihm einen Roundhouse-Kick verpasst, während Godzilla auf seinem Schwanz in den Kick reingesegelt ist. Das ist Godzilla eigentlich. Also zumindest ein Teil davon. Ich hoffe, dass am Ende Godzilla seine Familie wiederfindet. Und du denkst, so ein Happy End gibt es da am Ende? Was wäre, wenn Godzilla am Ende wirklich herausfindet, okay, es gibt, genauso wie es auch noch mehr Kongs gibt, gibt es hier und da noch ein, zwei Godzillas. Und dann denkt man erst, alles ist cool und gut. Und dann gibt es aber irgendwie so eine Post-Credit-Scene, die dann darauf anspielt, dass der eine überlebende Godzilla vielleicht doch Space Godzilla sein könnte. Irgendwie sowas. Das ist jetzt ganz, ganz, ganz weit hergeholt. Ich muss mal gucken, übrigens, wie ich das Ganze mache. Ich bin am. Wann geht denn der Film los? Am 2. in München um 16 Uhr geht der Film, glaube ich, los. Bis ungefähr 18 Uhr, bis wir dann da draußen sind. Danach fahren wir nochmal zum Andi von Screenfire. Dann nehmen wir noch einen Podcast dann zusammen auf. Dann wollte ich eigentlich nochmal kurz live gehen. So im Hotel oder so. Wenn es nicht zu spät wird, mache ich das sogar noch. Das Video aber zur Kritik von Godzilla Kong. Wie mache ich das am besten jetzt für euch? Wie ist es am geilsten? Soll ich den gesamten Tag wie so ein Vlog aufnehmen? Und dann die Kritik einfach dann mit da reinnehmen. Quasi so von wegen, ja, ich fahre jetzt mit der Bahn los, quatsch noch ein bisschen was, dann gucke ich mir den Film an, dann geht's ab ins Hotel, dann quatsche ich über den Film. Oder wollt ihr das irgendwie separat haben? So ein Vlog passt halt nicht auf den Kanal. Das würde ich dann wahrscheinlich eher wieder auf die für die Kanalmitglieder exklusiv hochladen. Und die Kritik wahrscheinlich dann auch nochmal. Ich glaube, so mache ich es dann eher, ja. Das gesamte Video dann eben für alle Kanalmitglieder mit Vlog, Presse, Drum und Tra und die reine Kritik hier vom Greenscreen wird ganz normal hochgeladen, glaube ich. Wird die Kritik spoilerfrei? Ja. Die Kritik wird spoilerfrei werden. Der Spoiler-Talk, der ist live auf YouTube. Steht aber auch ganz groß drauf: Spoiler-Talk. Der Titel ist Spoiler-Talk. Da wird es Spoiler geben. Der kommt am 10. raus und das spoilerfreie Video kommt raus, wenn ich nicht zu im Arsch bin, am 3. April. Ich fahre halt am 2. April morgens früh mit der Bahn nach München. Ich treffe mich dann mit dem Andi, gehe dann um 16 Uhr ins Kino bis 18 Uhr. Danach fahren wir noch mal eine Stunde vom Kino zum Andi nach Hause, nehmen da noch einen Podcast auf, dann wieder eine Stunde zurück ins Hotel. Ja, vielleicht auch erst am 4. Ich weiß nicht, ob ich am 3.
Obwohl ich eigentlich morgens auch wieder nach Hause komme. Mal gucken. Ich versuche es auf jeden Fall so früh wie möglich hochzuladen, dann die Kritik. Das kriege ich schon irgendwie hin. Denke ich mal. Darfst du überhaupt so früh schon über den Film reden? Ein guter Einwand, weiß ich noch nicht, ob ich ein Embargo bekomme oder nicht, aber ich glaube, 2 Tage vorher gibt es kein Embargo. Ich war noch nie bei einer Pressevorführung, das ist mein erstes Mal. Ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Aber ich glaube, dass es da kein Embargo gibt so kurz vorher. Zumindest habe ich davon noch nichts gehört. Ich werde es auf jeden Fall mal ansprechen. Danke für den Hinweis, bevor wieder irgendwas passiert. Und dann wird dann die Kritik halt dann. Nee, am 3. kann ich es eh hochladen. Am 3. läuft der Film hier und da schon in Deutschland an. Am 4. dann offiziell überall, aber am 3. läuft der Film hier auch schon zum Teil. Ich werde es nochmal ansprechen. Danke auf jeden Fall für die Info. Da werde ich drauf achten, ja. Denkst du, dass Muto Prime Scar King töten kann? Ey, keine Ahnung. Ich glaube, Scar King ist schon relativ krass. Ich glaube, der hat es schon ziemlich drauf. Der ist wie so ein dürres kleines Karate-Männchen. Der ist, glaube ich, gar nicht so. Ihr unterschätzt den, glaube ich, auch zum Teil. Wenn es immer wieder heißt, ja, der ist halt so dünn. Genau wie bei Godzilla, der ist jetzt immer so dünn. Ja, unterschätzt die man nicht. Wo kann man den Podcast hören? Den Podcast wird es auf Andys Kanal geben, Screenfire. Ich werde dann eine Story dazu machen. Auf YouTube und auf Instagram werde ich es dann noch verlinken in einem Community-Post, wenn es dann soweit ist. Ich weiß auch gar nicht, wann er das Ganze schneiden wird oder wann er das hochladen will. Ich habe keine Ahnung. Ich wurde eben nur gefragt, ey, hast du nach dem Film nochmal Bock mitzukommen? Dann nehmen wir noch einen Podcast auf und Stunde Autofahrt nochmal, habe ich gesagt, okay. Ja. Gute Reise wünsche ich und viel Spaß für den Film, Tobi. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich hab auch Bock drauf. Ich hoffe halt nicht, dass das so viel Stress wird, dass ich dann einfach diesen Film nicht genießen kann. Aber eigentlich ist es überhaupt nicht stressig. Ich hocke mich einfach nur morgens relativ früh in den ICE. Wahrscheinlich schlafe ich dann. Komme dann direkt am Hauptbahnhof an in München. Laufe dann 6 Minuten zum Hotel. Und vom Hotel aus sogar genau 6 Minuten nochmal zum Kino. Geiler geht's eigentlich nicht. Also, ich glaube, das wird schon ganz chillig. Und eine Pressevorführung ist auch, glaube ich, gar nicht mal so wild. Das ist einfach nur, dass da halt weniger Leute drin sind. Dann eben von der Presse eben auch die meisten oder alle. Und ansonsten, du hast da jetzt ja keinen roten Teppich und der Regisseur ist vor Ort. Das ist ja alles nicht so. Das ist quasi einfach nur, das Kino macht jetzt dann nur für uns extra den Film einen Tag früher an. Aber mal gucken, ob ich da vielleicht einen oder anderen Kontakt knüpfen kann und vielleicht schaffe ich es dann ja auch sogar zum neuen Jurassic-Film irgendwie zur Premiere zu kommen. Oder zumindest nochmal zur Pressevorführung zum neuen Jurassic-Film. Wenn er nicht wieder einfach nur 2 Tage vorher kommt. Weil die kommen ja ganz gerne auch mal 2 Wochen oder eine Woche, 2 Wochen vorher, diese ganzen Pressedinger. Ich weiß noch, bei Jurassic World Dominion habe ich mit dem Sebastian gequatscht von Filmstarts und der hat den Film schon gesehen. Und bei uns kam der aber erst, glaube ich, eine Woche später im Kino. Und er durfte einfach nichts über diesen Film sagen. Und ich hab so geschwärmt davon. Ah, Jurassic World Dominion, der kann ja nur geil werden. Der muss ja nur gut werden. Da gibt es sogar noch einen Livestream von Sebastian und mir zu Jurassic World Dominion auf dem YouTube-Kanal. Und du siehst einfach, wie Sebastian sich andauernd denkt, ich würde dir so gerne sagen, dass deine ganzen Hoffnungen komplett in die Tonne getreten werden. Du siehst ihm einfach so krass an, dass er einfach nur, er will gerade wirklich reinspringen und mich schütteln und sagen, wach auf, der Film wird der letzte Rotz werden. Da hatte ich noch Hoffnungen gehabt in Jurassic World Dominion. Das waren noch Zeiten, ey. Ich dir auch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das wird schon. Das wird schon. Das wird schon eine relativ coole Reise werden. Wie lange geht der Stream noch? Ich weiß, wahrscheinlich machen wir jetzt hier auch schon mal Sense so langsam. Also die ganzen anderen Themen gehen jetzt eher wieder Richtung Jurassic World rüber und Jurassic Park. Ich glaube, wir setzen jetzt hier heute einen Cut zum Thema Godzilla Kong und für den Stream jetzt auch.
Soll ich noch ein Video über diesen Trailer jetzt machen? Nö, ne? Nee, auch nicht mehr. Komm, das ist jetzt gelutscht, der Drops. Godzilla Kong Content ist jetzt auf dem Hauptkanal erstmal vorbei. Jetzt kommen halt noch so ein paar Godzilla vs. Kong Videos auch, wo ich so ein paar Logiklöcher quasi erkläre, wie das alles Sinn ergibt. Nee, danke, nee, brauchen wir nicht, ne? Brauchen wir nicht, denke ich mir auch, Ehrenschein, brauchen wir nicht mehr. Und ansonsten neigt sich jetzt langsam diese lange Godzilla-Kong-Phase auf meinem Kanal dem Ende. Ist das der letzte Stream sogar zum Thema vielleicht? Nee, Quatsch. Ah, ganz kurz noch Ankündigung für morgen noch, ganz wichtig. Ganz wichtig, ich werde morgen noch mit dem lieben Pandaman zusammen wird hier live auf Twitch noch einen ganz großen Godzilla-Kong-Talk geben, der den Film aber nicht beinhaltet, sondern eben nur das, was wir jetzt alles vor dem Film quasi so erlebt haben. Das heißt, die gesamte Reise vom ersten Teaser bis zur Veröffentlichung des Films, da werden wir nochmal morgen ausführlich drüber quatschen. Das wird nochmal so 2 Stunden lang gehen. Wenn wir gut drauf sind, vielleicht sogar 3, weiß ich halt nicht. Wo wir einfach nochmal so unseren Gusto irgendwie dazu abgeben wollen. Wie ist unsere Erwartung jetzt zu dem Film? Wie fanden wir die Werbekampagne? Das mit den Strikes werde ich nochmal ein bisschen erwähnen. Wir werden also generell über alles mal ein bisschen plaudern. Von der Veröffentlichung des allerersten Teasers bis hin ja, zum morgigen Tag eben. So nochmal als komplette Einleitung und Vorbereitung für den Kinofilm, wenn er dann endlich startet. Das wird morgen auf jeden Fall passieren. Wann wir anfangen, weiß ich allerdings noch nicht. Aber ich denke mal auch so 18 Uhr. 18 Uhr hoffe ich mal spätestens wird das werden. Ja. Nice, Godzilla, Kong, Stream ab meinem... Du hast morgen Geburtstag. Ich versuche mir das zu merken. Moment. Dann singen wir dir ein Ständchen. Moment. Wenn dir das genehm ist. Ne? Muss ja nicht, aber... Ich singe halt auch wie eine Krähe, der du gerade in die Eier getreten hast. Aber das macht ja nichts. Es geht ja um die Geste. Nicht um die Qualität. Wie auf meinem Kanal. Es ist die Geste, die zählt. Ja, und deswegen dann eben nochmal der ganz große Road to Godzilla Kong Talk. Wir werden den Comic auch nochmal ganz kurz behandeln. Wir werden nochmal über die Filme davor sprechen. Also morgen gibt es nochmal einen richtig krass langen Monsterverse Talk. Lohnt sich dann auf jeden Fall nochmal da reinzugucken. Und dann sind wir aber durch. Das ist dann morgen wirklich das Finale, bis dann eben der Film erscheint. Und ihr könnt jetzt ja ganz kurz nochmal, wer noch jetzt dabei ist gerade, jetzt habe ich den Stream zu früh schon abmoderiert. Wie fandet ihr denn auf meinem Hauptkanal die Thematik, nee, noch nicht bye-bye, die Thematik, wie ich oder wie wir generell das Thema Godzilla Kong behandelt haben? War das zu viel? War das zu heftig? War das geil? Findet ihr das cool? Und ich frage, weil es so ähnlich ebenfalls mit dem neuen Jurassic-Film ablaufen wird. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. War euch das zu krass? Ich meine, ihr seid jetzt hier mit dabei. Das heißt, Leute, die jetzt hier im Stream mit dabei sind, werden wahrscheinlich sagen, ja, fand ich geil. Wolltest du nicht den Godzilla vs. Kong noch live gucken? Müssen wir auch noch machen. Stimmt eigentlich. Boah, das wird aber knapp davor noch, ey. Boah. Was haben wir morgen? Donnerstag. Freitag kann ich es vielleicht noch schaffen. Wenn ich es Freitag nicht schaffe, dann schaffe ich es gar nicht mehr vom Film. Freitag versuche ich es auf jeden Fall. Godzilla vs. Kong nochmal live zu schauen. Ich habe alles mit vollstem Interesse geschaut, okay. Dagon ist nicht Godzillas Vater, wurde glaube ich auch gar nicht angesprochen. Also, ist eh eine sinnlose Info. Nee, war schon geil, so wenn der Stream nicht... Was nicht dauern hängen würde, wäre es am besten... Ja, aber hängt der bei euch allen die ganze Zeit, oder was? Bei mir habe ich nämlich komplett grünes Licht. Also das Video läuft bei mir komplett flüssig durch. Nee, wüsste auch nicht. Keine Ahnung. Ich habe hier auf jeden Fall alles auf grün, alles auf grün. Da, da, da. Bei mir alles geschmeidig, okay. Ich fand's geil, war nice mit Godzilla Kong. Jetzt gerade habe ich hier wieder die Nachricht bekommen, dass mein Internet gerade abkackt. Okay, bleibt noch da. Jetzt müsste es wieder gehen. Eben gerade habe ich auch eine Nachricht bekommen auf dem Handy, dass Internet wieder weg war.
Eben gerade war das WLAN weg. Jetzt habe ich es gerade zum allerersten Mal gesehen. Ich hoffe, das kam jetzt nicht zu oft vor in dem Stream. Aber die meisten schreiben ja, gelegentlich leider ja. Ich habe eben gerade echt nur, eben habe ich es auf jeden Fall einmal ganz kurz gesehen. Da habe ich auch eine Nachricht auf dem Handy bekommen. WLAN. Zusammenbruch. Wahrscheinlich, weil Muto gerade draußen durch die Straßen läuft und die WLAN-Leitung frisst. Ich kläre das aber gleich mit dem. sorry, meine Tastatur spackt. Das macht nicht, das macht nichts. Mein Kopf spackt auch öfter. Von daher, alles cool. Vodafone, hier auf Vodafone zu hassen. Du hast bei mir hier, hast du nur die Chance, Vodafone zu nehmen. Alles andere hier hat null Empfang. Und ihr müsst überlegen, ich streame ja aktuell komplett übers WLAN. Ich habe ja kein Kabel angeschlossen. Weil der Vodafone-Mast ist gar nicht weit weg von hier. Ich habe hier super krasses Internet. Wenn ich Videos hochlade, geht das unglaublich schnell. Nur hast du halt hier auf dem Land, wir sind noch nicht so weit hier. Also wenn es hier anfängt zu regnen, hörst du meistens irgendwie Krankenwagen rumfahren. Dann geht so die Apokalypse langsam los. Hier läuft es ein bisschen anders. Also wenn es jetzt regnen würde draußen, könnt ihr jetzt schon mal sagen, das wird heute nichts. Das bricht alles zusammen gleich. Wir haben schon mal Stromausfall hier gehabt, einfach nur, weil es geregnet hat. Also es hat nur geregnet. Es ist nichts passiert. Stromausfall. Weg war's. Warner hätte sich die Strikes sparen können, die jetzt auch beide abgelaufen sind. Das heißt, gleich wieder das nächste Video hochladen mit dem Shimo-Gesicht, mit dem Mittelfinger an Warner. Nee, Spaß, aber... Das war der Jahresanfang gewesen. Einen Strike habe ich bekommen am 25. Dezember als Weihnachtsgeschenk. Und den zweiten Strike habe ich dann bekommen an Silvester. Nee, doch. Nee. Am 1. doch. Den zweiten habe ich, sehe es jetzt nicht mehr. Habe ich, glaube ich, aber am 1. Januar bekommen, 2024. Ich bin sehr gut ins neue Jahr gestartet und habe auch ganz kurz gedacht, ich habe mir die Panik nicht anmerken lassen. Der Kanal ist jetzt bald weg. Ich habe schon geguckt im Internet, welchen Anwalt ich dann kontaktieren könnte. Und ich war schon kurz davor, Christian Solmecke eine E-Mail zu schicken und zu sagen, so, ich war echt kurz davor zu sagen, ey, ich muss jetzt Geld investieren, sonst ist der Kanal bald weg. Das war echt knapp. Wie kommst du auch auf die Idee, ja gut, das ist so ein Gehirnfurz. Du lädst ein Video hoch, das wird gelöscht und es gibt einen Strike und deine Reaktion darauf ist, verstehe ich nicht, lad's einfach nochmal hoch. Also es wird nicht besser, je öfter man die Geschichte erzählt. Ne? Das wird, glaube ich, so auf dem Kanal haften bleiben. Das ist so eine Geschichte, wenn ich noch so lange YouTube machen sollte und das Ganze, wo man in 10 Jahren sagt, weißt du noch damals, du dämlicher Vollidiot, als du fast gelöscht wurdest, weil du ein Trottel bist. Könntest du meine Frage beantworten? Warte mal. Kong, Bestienhandschuh oder weiblicher Muto? Wer gewinnt? Muto. Könnte Muto nicht diesen gesamten Handschuh ausschalten? Muto konnte doch alles, was irgendwie... Ja klar, das war ja wie ein EMP-Gerät. Das heißt, der Handschuh dürfte nicht funktionieren in Mutos Gegenwart. Dann ist also wieder an die Frage, ist Kong stärker als Muto? Und da würde ich irgendwie sagen, nein. Weil ich Kong noch nie einen Kampf habe gewinnen sehen. Außer in Skull Island. Kong wurde fast von einem Warbat getötet in Godzilla vs. Kong, wenn die Menschen nicht eingeschritten wären. Er wäre einfach von einem Warbat getötet worden. Warum, hihi, sagst du nichts zu meiner Theorie? Shimo ist Godzillas Mom, hihi. Was ist denn mit dir los? Warum nur hihi? Ich freue mich auf den Film. Hihi. Ja, okay, die Theorie. Ja, weil ich die Theorie irgendwie nicht glaube. Dafür sehen die beiden zu unterschiedlich aus. Die Theorie, die du genannt hast, ist, dass Godzilla der Sohn von Shimo sein könnte. Das würde Sinn ergeben aus rein story-technischer Sicht. Dass Shimo ist die Mutter von Godzilla und Godzilla hat sich gegen seine eigene Mutter gewandt. Es hat so eine biblische Komponente. Ne? Lucifer, der sich gegen Gott gewandt hat, und das würde da schon irgendwie mit reinpassen, aber ich glaube es halt nicht, weil dann sehen die beiden dann doch zu krass verschieden aus und ich glaube, Shimo ist gar nicht mal so übertrieben älter als Godzilla.
Die beiden kennen sich ja auf jeden Fall schon. Dagon ist Godzilla sein Vater. Nee, habe ich vorhin gelesen von Ophiliac, stimmt nicht. Ist gelogen. Aber da gibt es halt wirklich auch nichts, was das belegt. Ne? Da gibt es null. Darauf geht auch keiner ein, weil das einfach generell für die gesamte Geschichte echt egal ist. Nein, Dagon ist nicht. Ich glaub's, ey, es gibt nichts darüber. Das ist scheißegal für die Geschichte. Vielleicht ist er auch Godzillas Urgroßmutter. Es ist vollkommen wurscht, keine Ahnung. Ihr diskutiert öfter über sowas, auch in den Kommentaren, wer jetzt Dagon sein könnte. Ich finde das hart uninteressant. Das ist mir echt egal, wer das ist. Wenn Dagon die Schildkröte ist, auf dessen Rücken die flache Erde transportiert, ist mir echt egal. Ex-Frau von Godzilla. Das kann sein, ja. Ex-Frau von Godzilla. Ja. Okay, ihr Lieben. Mein Kaffee zum Abschluss jetzt noch. Wartet. Oh, kalter Kaffee. Mm. Oh. Da kribbelt es mich an ganz anderen Stellen. Geht der Stream noch lange? Und erneut extra für dich. Nee, Spaß. Nee, wir sind jetzt eigentlich soweit durch. Also, ihr werdet jetzt nichts mehr verpassen. Wir sind durch für heute. War heute mal ein bisschen kürzer. Mit einer knackigen Stunde. Aber ich bin auch, ist egal. Aber ich war auch heute in der Therme, will ich ganz kurz noch dazu erwähnen. Was komplett wurscht ist. Also, die Information, die ihr jetzt bekommt, ist genauso egal, wie ob Dagon jetzt der Urgroßonkel von Godzilla ist oder eben nicht. Ich war heute in der Therme gewesen mit meiner Freundin. Saunagänge ohne Ende gemacht, dann auch geschwommen und dann bin ich zum ersten Mal seit langem wieder in so ein eiskaltes Becken rein, wo einfach dein kompletter Unterkörper direkt taub wird, so nach 2 Sekunden. Ich fühle mich relativ schlapp. Deswegen geht es heute nicht so lange mit dem Stream. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. Und Dagon ist die Tante von Ghidorah, habe ich gelesen. Gut. Kong wird Zukos Ziervater, mehr umgekehrt, glaube ich. Zuko reist in die Zukunft und wird dann Kongs Vater, die dann ein Kind bekommen und das Kind wird dann aber Kong wieder werden. Klingt paradox, macht aber Sinn, wenn du länger darüber dir Gedanken machst. Ja. Okay, dieses Gesprächsniveau sinkt gerade extrem. Wir hören jetzt am besten auf. Wir machen Schluss für heute, ihr Lieben. Morgen kommt ein neues Video auf dem Hauptkanal raus zum Thema Hohlerde nochmal und Godzilla vs. Kong Logikfehler erklärt und dann sehen wir uns dann hoffentlich morgen Abend wieder zusammen mit dem lieben Herrn Pandaman, wo wir nochmal über das ganze Monsterverse quatschen und ich sehr gespannt bin, wie der Pandaman inzwischen zu dem Film Godzilla Kong steht. Der ist ja sehr negativ dazu eingestellt gewesen, das heißt möglicherweise wird er morgen einfach gebannt oder gemutet, da gucken wir mal. Ich werde es am schlauesten machen. Gut, ihr Lieben. Euch noch eine gute Nacht, schönen Abend und bis morgen. Macht's gut. Ciao, ciao.